Kurz und gut. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause. Sie sind müde. Sie werfen sich aufs Sofa und strecken die Beine unter den Couchtisch. Keiner da. Also können Sie in aller Ruhe in der Nase bohren. Sie stochern mit dem kleinen Finger Ihrer rechten Hand in Ihrem Nasenloch herum, um endlich den Nasenpopel herauszuholen, der Sie schon seit heute Morgen stört. Erwarten Sie jetzt nicht, dass ich Ihnen vorführe, was ich soeben beschrieben habe. Plötzlich küstelt jemand. Ihr Freund oder Ihre Freundin sitzt auch im Zimmer. Das hatten Sie gar nicht bemerkt. Und jetzt möchten Sie am liebsten sterben. Vor Scham. Bis dahin war alles in Ordnung. Aber jetzt beurteilen Sie sich so, wie der andere Sie gesehen hat. Schlimmer, Sie erkennen sich so, wie der andere Sie gesehen hat. Der andere, sagt Jean-Paul Sartre, ist der Vermittler zwischen mir und mir selbst. Durch das Gefühl der Scham erkenne ich mich so, wie der andere mich sieht. Und schon sind Sie gefangen in einer starren, unauslöschlichen Identität. Sie sind für immer, zumindest in den Augen einer Person, derjenige, der mit dem Finger in der Nase bohrt.